Begleite Gregor in die Hauptstadt. Reise in die Hauptstadt, um deine Idee zu bestätigen. Okay. Begib dich in die Hauptstadt. Gut, dann haben wir eh das gleiche Ziel, egal wo wir lang gehen. Oder egal welche Quest wir annehmen. Ich sehe nur keine Hauptstadt. Da ist es hoffentlich nicht. Ne, das ist die Ausgrabungsstätte. Aha, da geht's lang. Vielleicht doch Ochsenkarren. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Da leuchtet was. Das nehmen wir mit. Wir haben schon wieder zwei. Und benutzen, ja. Und benutzen, ja. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Kommt das Spiel auch auf YouTube? Die erste Folge kommt morgen früh. Morgen oder heute 0 Uhr kommt die erste Folge. 9 Folgen sind schon geschnitten. Die kommen dann auch nach und nach. Also es wird jetzt parallel auf YouTube immer zwei Videos geben jeden Tag. Einmal Enshrouded, einmal Dragon's Dogma. Oh, hoppla, Entschuldigung. Und ja, kommt auf YouTube. Rinde des Zimtbaums. Die Berge sind aber so gut gemacht. Wie weit sind wir schon? Ah, okay, so weit ist es nicht. Aber ja, je nach Gegner, die dann kommen, ne? Komm, kill den mal. So. Hat nicht mal Loot dabei. Der hat Loot dabei. Und ob der andere Loot dabei hatte, werden wir jetzt nie erfahren. Leider, leider. Aber da unten ist ein Lagerfeuer, oder? Da könnte man rasten. Ist aber ein ziemlicher Umweg. Blitzangriffe und Schaden. Ich nehme immer so lange auf, wie die Mission geht, und dann beende ich die Aufnahme. Nee, ich mache keine Aufnahmen. Also ich nehme nicht extra auf für YouTube, sondern ich mache aus den Folgen hier, also aus den Livestreams, mache ich meine Aufnahmen. Und so nach 20 Minuten immer eine Pause zu machen, also ich wäre schon wieder zu spät, ne? Aufnahmen unterbrechen, wieder anmachen, ist mir zu umständlich. Wenn ein Blitzangriff entfesselt wird, kann die magische Energie nicht kontrolliert werden. Blitze springen auf Ziele in der Nähe über und fügen zusätzlichen Schaden zu. Zudem können die entstehenden Blitze weiterreichen, wenn ein durchnässtes Ziel von einem Blitzangriff getroffen wird. Können wir Wasserflaschen schmeißen? Au. Ich liebe es, dass man mit dem Schild angreifen kann. Wisst nicht, wie ich so schneiden soll? Nach Ton. Ich schneide nach Tonspur. Soll heißen, ich suche mir eine 20-Minuten-Stelle, plus minus, ne? Mal Daumen, gucke auf die Tonspur, gucke, wann ich gerade was sage und was nicht, und schneide die Videos so, sobald ich was sage, dann geht das Video los.
sodass an einem Anfang des Videos nicht einfach Stille ist und ich aber nur so sinnlos rumlaufe. Also so schneide ich. Wieso wackelt die Erde? Ich komme nie an. Hol dich doch mal runter. Okay. Oh, ich schlafe ja ein. Oh, ganz toll. Verlust und Wiederbelebung von Vasallen. Oh, ist einer gestorben. Das ist doof. Vasallen werden bewegungsunfähig, wenn ihre Gesundheit auf Null sinkt und können sich nicht ohne Hilfe von der Stelle, an der sie gefallen sind, rühren. Wenn du deinen Vasallen über längere Zeit in unwilligem Zustand verbleiben lässt, ist er verloren und wird aus der Gruppe entfernt. Der Erweckte kann versuchen, einen Vasallen wiederzubeleben, indem er sich ihn ernährt und ihn berührt. Wenn mehrere Vasallen in der Nähe bewegungsunfähig sind, kann der Erweckte die gleichzeitig wiederbeleben. Die maximale Gesundheit eines überlebten Vasallen entspricht der verbleibenden Gesundheit des Erweckten. Okay. Das könnte ich so nicht machen. Ich wüsste dann nicht mehr, wo ich am Ende war und dann eine weitere Folge schneiden müsste. Ja, eben, es ist... Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Es ist ein bisschen nach Chaos. Aber Chaos liegt mir ja, ne? Von dem, für mich funktioniert's. Aber eben, da muss jeder... Oh, jetzt schlafe ich schon wieder. Muss jeder seinen Weg finden. Ist nur irgendjemand wach. Oh, das trifft dich gut. Du bist aber gleich tot. Ne? Und dann sind wir alle tot. Hey, das ist doch... Zockst du auf PC oder Xbox? PC. Und einen wunderschönen guten Abend. Matze? Ja, Matze? Ich kann das sogar lesen. Haben wir irgendwas Heilendes dabei? Denn eine ansehnliche Gesundheit. Ne, ich bin auf PC. Also ich bin aber, Moment. Auf GeForce Now. Ich zock nicht auf dem eigenen PC, ich zock aber über PC. Also ich habe eine Steam-Version. Doch, PC. Das nehmen wir so lange auf, wie die Mission geht. Ja, das, ja, eben. Es muss jeder seinen Weg finden. Hier bei Dragon's Dogma wäre es ein bisschen doof, weil die Missionen können sehr, sehr lang werden. Ich treffe aber nicht. So, lass mich den mal wiederbeleben. Und eingeschlafen. Oder benommen. Oder was auch immer. Aber die Harpien sind weg. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts dagegen machen. I am shamed. Let us pick ourselves up. Seems I've drawn the short straw. Of course, I wouldn't dream of complaining about it. Is all troubling you, Master? You seem all right to me. Ja, jetzt. Danke fürs Hochheilen. That's quite a large boulder. But me thinks to budge if we combine our strength. A firm push is what's needed here. With this, my magics are yours to wield. Ja, wenn die Viecher erstmal auf dem Boden sind, sind sie kein Problem mehr. Aber erstmal runterkriegen als Nahkämpfer.
Hast du das so eingestellt, dass deine Playlisten nicht nach Reihenfolge gehen? Wie meinst du das jetzt? Also in der Playlist müsste immer, also chronologisch nach Veröffentlichungsdatum. Theoretisch. Ansonsten habe ich was falsch gemacht. Ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need arises. Aber ob jetzt die aktuellste Playlist immer oben angezeigt wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Goblins approach! Fret not, I'll make the plane go away. Best to keep still a moment. Und er kämpft irgendwas gegen was Größeres. Stufe 9! So, Moment. Dem da helfen wir gerade noch. Und ich glaube, dann gehen wir zurück zum Lager. Also sprich, dass nach Part 1 in der Playlist gleich der zweite Part anfängt. Genau. Und nicht erst der dritte Part. So wie bei Enshrouded sehe ich das so. Jetzt musst du mir erklären, was genau du siehst. Also kommen sie in chronologischer Reihenfolge oder nicht? Also 1, 2, 3, 4, 5. Da müsste ich da mal reingucken, weil das wäre schlecht. Wenn das nicht der Fall wäre. So, wir gehen zurück und lagern. Nachdem wir die Kiste da geholt haben. Ah, a material. Useful things, these. Different combinations of materials result in different creations. Ist alles durcheinander. Ja, wenn du mir ein Bild schickst, da wäre ich dir sehr verbunden. Dann gucke ich dir mir das mal an. Weil das wäre, das ist echt schlecht. So, Lager aufschlagen. Matze, bist du noch da? Spielst du es auch? Auch auf PC? Ja, das haben wir gerade gekriegt. Kann ich eigentlich irgendwas ins Lager schicken von hier aus? Wäre mal schön, wenn ich nicht so voll wäre die ganze Zeit. I'm all for swapping stories, but perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Na, ich kann nichts hier lassen, ne? Okay, wir ruhen uns aus bis zum Morgen. Habt ihr Bild geschickt? Dankeschön, ich schaue es mir an. Und nehmen Einstellungen vor. Sind die Goblins wieder da? Cool. Also, uncool. Warum kommen die so schnell wieder?
Oh wow, war ich low HP. Gar nicht gesehen. Wo kommen denn die Wölfe plötzlich her? So, da ist ja auch nochmal einer. Und ich krieg von irgendwoher die ganze Zeit Pfeile in den Hintern. Ja, da drüben muss irgendwo noch einer sein, ne? Au. Au. Ey. Direkt nach dem Kampf. Geht's noch? Wer war das? Rob, einen wunderschönen guten Abend. Ja, komm hier, geht mal looten bitte. Da muss ich nicht alles looten. Ja. Klar, dass du das lustig findest. Würde ich auch lustig finden. Wie geht's den Kiddies? Haben sie sich durchs Zocken schon wieder erholt? Haben wir noch einen Gegner? Da ist noch einer. Sehr schön. Da war jetzt so gut eine Tonne Taschentücher verballert. Ja, wenn halt mehrere verrotzt sind. Kenn ich gut. Die ganze Familie verrotzt ist. Da geht's runter. Man kommt nicht mehr hoch. Nee, da gehen wir nicht lang. Bleiben wir auf dem Weg. Sag mal, tut das Note? Joker? And here I was looking for some great treasure. Oh, now I feel a fool. We'll find a use for it, I'm sure. Da liegt Gold rum. Mitten auf dem Weg. Das ist eine Falle. Komm, wir gehen weiter. Ich habe nichts gesehen. Also so lootgeil bin ich dann auch wieder nicht, dass ich hier jeden Gold hinterher renne. Aber was wiegt eigentlich so viel? Was hat denn hier das höchste Gewicht? Das da. Wahrscheinlichkeit, Schwächungen zu erleiden. Das hätte ich vorhin gut gebrauchen können. Ein Stück Obst. Moment, wir können kombinieren. Damit, dann damit.
Man kann es einmeditieren, das Öl überschütteln. Moment. Wir kombinieren aber wild drauf los.